So, dann erforschen wir nochmal das Gebiet hier. Also, hier links ist eine Sackgasse. Eine Druckplatte, die hier was aufgemacht hat und die wir nicht drücken müssen permanent. Das ist schon mal gut. Und wir sind wieder hier und die Fallgrube da hinten ist weg. Ah, das ist doch schön. Gucken wir doch mal da lang. Also, oh, der Stab sollte weg. Dum, 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 dum. Hier ist ein Mana-Altar, den brauchen wir erstmal nicht. Wir sind ja voll. Oh, die Fallgrube ist wieder da. Und die Fallgrube ist auch wieder da. Hä? Und wieder weg. Wieder da? Ah, wahrscheinlich macht der Stein hier irgendwie die. Oder irgendeiner der Steine. Die auf und zu. Oh, und nicht vergiften. Und nicht in die Fallgrube locken lassen. Ah, so viel zum Vergiften. Und dann bleiben die hier auch stehen, damit wir nicht auch noch in die Fallgrube gelockt werden. So. Also da ist eine Fallgrube. Wir sollten jetzt zwischendurch immer schön auf die Minimap gucken, ob hier nicht vor uns plötzlich eine Fallgrube aufgeht. Oder unter uns. Wir können einfach hier gucken. Also hier ist keine. Die nächsten zwei Felder wohl auch nicht, aber da ist eine. Und rüber. Gut, soweit. Da ist keine Fallgrube. Da kommt wieder eine Fallgrube. Markieren wir die mal. Oh, die sind gerade alle gleichzeitig offen. So. Blinzelt die? Also die hat einen Rhythmus, glaube ich. Also sie ist da, sie ist weg. Sie ist da, sie ist weg. Ne, das haben ja alle. Aber es kam mir gerade so vor, als ob das Intervall unterschiedlich ist. Also mal ist sie länger offen und mal ist sie nur ganz kurz offen. Okay, wir versuchen jetzt einfach rüber zu huschen, wenn sie das nächste Mal verschwindet. Gut, das lief besser als gedacht. Ist hier irgendwo eine? Also der richtig. Ah, da ist die nächste. So. Gucken wir, ob du auch so komisch blinzelst. Jetzt war sie ganz kurz da, ganz schnell wieder weg. Und jetzt ist sie lange weg. Seht ihr das? Oder habe ich echt irgendwelche Wahnvorstellungen? Sie ist lange weg. Sie ist kurz weg. Sie ist kurz weg. Sie ist lange weg. Kurz weg. Kurz weg. Lange weg. Kurz weg. Kurz weg. Lange weg. So, beim nächsten Mal husche ich rüber. Es wird ja immer komplizierter. Irgendwann muss ich mir noch Strichlisten machen, in welchem Rhythmus die Fallen blinzeln. Mann, 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 jetzt speichere ich erstmal ab. Da habe ich keinen Bock drauf, das Ganze nochmal zu machen. So. Oh, wir haben ja schon wieder ordentlich viele Heiltränke. Das ist doch schön. So, hier ist nirgendwo eine Fallgrube. Also habe ich gesagt, hier ist nirgendwo eine Fallgrube. Na gut, wir müssen da. Obwohl, ich gönne mir das mal und lade jetzt einfach. Sparen wir uns ein bisschen Zeit. Also, wir warten jetzt einfach kurz, ob in den nächsten zwei Fällen eine Fallgrube ist oder nicht. Das müsste eigentlich schon längst mindestens ein oder zwei Intervalle sein. Also gehen wir zwei vor. Ich sagte zwei. Ah, das ist gemein. Ich wollte nur zwei vorgehen, aber da ist so ein Schiebedingens. Also sobald man auf die eine Platte tritt, wird man zwei vorgeschoben. Das heißt, ich renne jetzt einfach mal ganz schnell vorwärts. Hilft auch nicht. Gut, dass das kein Rollenspiel-Let's Play ist, sonst müsste ich jetzt schon fünfmal hochgelaufen sein. Also ich gehe einen vor. Ah, da ist die nächste. Die tragen wir auch gleich mal ein. So,
Das heißt, ich muss es jetzt so timen, dass wenn ich auf die Platte hier vorne trete, die Platte verschwindet. Und die blinzelt auch. Okay, beim nächsten Mal verschwinden gehen wir rauf. Ich mag den Dungeon hier nicht. Also nicht nur wegen der vergiftenden Gegner, sondern auch... War es das? Wegen dieser Fallgruben. Ja, genau, du schleimiges Krabbelding. Nee, ekliges Krabbelding habe ich euch getauft, oder? Ja, du stirbst jetzt einfach schnell. Wir nehmen den Stab in die Hand. Wir heilen uns... Oh, oh. Und heilen schnell hoch. Bevor noch ein zweiter von euch angetackelt kommt. So. Die Druckplatten lassen wir erstmal in Ruhe. Ich will da nicht wieder irgendwas auslösen. Ah, da ist eine Truhe. Schön, schön. Darf ich es wagen, dass da eine neue Waffe drin ist? Das wäre echt schick. Neue Waffe, neue Waffe, neue Waffe, neue Waffe. Gegengift. Das ist auch okay. Und das war's. Hm. Na gut, gucken wir, was der hier macht. Ein Teleporter. Aber nur, wenn er aktiviert ist. Und was machst du? Du machst... Die beiden Teleporter sind noch da. Okay. Speichern wir nochmal ab, weil es so viel Spaß macht. Und... Dich nennen wir jetzt mal T. Und du bist T Ausgang. Eine. Nanu? Was macht die Druckplatte da? Na gut, gucken wir mal, wo. Du bist jetzt U. Wo U hinführt. U führt zurück zu T. Dann packen wir da mal einen Stein drauf, vielleicht kommen wir dann woanders raus. Jetzt ist unten ein Teleporter. Und da ein Teleporter. Juhu, Teleporter-Rätsel. So, du bist jetzt V. Noch eine Druckplatte, noch ein Stein. Oh, ich habe gar nicht V-Ausgang geschrieben. So. Dann fehlt jetzt noch der hier. Du bist dann W. Und du bist W-Ausgang. Und wir haben langsam keine Steine mehr, oder? Das erinnert mich ein bisschen an das Geschoss weiter oben. Da haben wir ja auch mehrere Teleporter markieren müssen, um dann so ein magisches Aufhebefeld zu negieren, damit wir den Magier den Riesen schrumpfen konnten. Aber hier ist noch gar kein Riese. Und wo ist der obere Teleporter hingegangen? Ne, dadurch ist der eine jetzt noch verschwunden. Nee. Ah, da ist er wieder. Und ist immer noch da. Und du bist dann jetzt X. Dann bist du XA. Drehen wir uns einfach im Kreis. Und wir haben keine Steine mehr. Außer der nimmt auch so einen ganz kleinen Stein. Was ich irgendwie nicht... Oh, doch. Hm. So, jetzt haben wir alle vier aktiviert, glaube ich. Gucken wir mal ganz kurz in TA rein. Ich glaube, ich habe bei einem das vergessen zu machen, ganz am Anfang. Also, kontrolliere ich nochmal ganz kurz den Teleporter im Osten. Den da.
Nee, da ist schon Stein drauf. Aber tauschen wir mal Steine. Ich hätte nämlich gerne den größeren noch dabei. So, ja, dann haben wir wohl schon irgendwas gelöst für etwas, was wir noch gar nicht sehen können. Was ja auch ganz gut ist. Keine Ahnung. Oh, und ich bin schon über die ganzen Dinge rübergegangen. Also hoffentlich haben wir irgendwas gelöst, was wir noch nicht sehen können. Denn wenn nicht, müssen wir durch das ganze Ding jetzt dann nochmal durch. Aber ich bin jetzt halt ein bisschen waghalsiger. Ich bin halt ein bisschen waghalsiger jetzt, weil wir ja eh weg müssen. Und dann prompt in eine Fallgrube getapst. Aber gut. Wir müssen erstmal wieder nach oben und uns heilen. So, da geht's hoch. Hier müssen wir wieder raus. Da müssen wir wieder rum. Da mussten wir die Druckplatte drücken, damit die eine Fallgrube weggeht. Oh, und da flackert was. Okay. Ich bin froh, dass ihr mich nicht im Stich gelassen habt. Wärt ihr doch nur etwas erfolgreicher gewesen. Ihr braucht es mir nicht zu sagen. Kopf, Körper und Beine. Alles muss verkleinert werden. Ich bitte euch. Ihr braucht mich nicht zu bitten. Gebt mir Zeit. Ich werde euch schon befreien. Der Anfang ist gemacht. Wir sind auf dem richtigen Weg. Gebt mir meine normale Größe zurück. Beeilt euch. Also ja, das ist wirklich genauso wie oben. Wir mussten dann... Nein, das Magiefeld ist noch da. Wir haben irgendwas falsch gemacht. Na gut, gucken wir uns aber erstmal hier oben um. Nicht, dass dann vielleicht hier irgendwo der Schalter ist. Weil jetzt können wir wenigstens sehen, wann wir hier irgendwas richtig machen oder falsch. Aber gut. Oh, schnell hier rein, bevor der Stein kommt. So. Wo ging es hier weiter? Es gab hier eine kleine Nische. Aber da geht es nur hoch. Und da ist ein Stein, den umgehen wir mal. Und eine offene Tür. Oh, mit Verkleinerungswürfeln. Oh, und einer sprechenden Statue. Was hast du denn zu sagen? Wo der erste Würfel liegt, muss der zweite zur Anwendung kommen. Was? Da liegt der erste Würfel. Denke ich mal. Erster Würfel. Ü mag er nicht. Da, wo der erste Würfel liegt, muss der zweite zur Anwendung kommen. Aber wir haben doch ganz viele davon. Naja, vieles übertrieben. Aber wir haben noch zwei und den Stab, mit dem wir das auch machen können. Halten wir den mal getrennt für den Fall, dass es wirklich ein anderer ist. Oh, und Schild sollten wir auch wieder in die Hand nehmen. Also, wo der erste Würfel liegt, muss der zweite zur Anwendung kommen. Warum wenden wir nicht einfach den ersten bei der Stelle an, wo wir den ersten gefunden haben? Aber wir sollten keine Rätsel versuchen zu lösen, wenn wir noch anderswo weitermachen können. Was haben wir hier? Trank der verbesserten Sterblichkeit. Das war Lebenspunkte, ne? Ja, da speichern wir gleich mal ab und sonst ist nichts drin. Na gut. Speichern. Jo. So, alles unter 5 wird neu geladen. 1. 1 ist definitiv unter 5. 3 ist leider auch noch unter 5. Der müsste jetzt als nächstes 5 kommen. Nö, 2. Irgendwie mag mich das Spiel heute nicht. 5. Super. Na gut, das lassen wir erstmal so. Also, noch eine offene Tür. Vielleicht haben wir ja durch dieses Rätsel da unten die Türen hier oben geöffnet. Ein Schwert. Neues Schwert. Schön, schön. Vergleichen wir mal. 2d8 Schaden. 1d10.
der mit 2d8 ist besser. Aber der macht plus 1 Beweglichkeit. Auch wenn er in der Offhand ist. Ja. Also wenn wir mal schnell angreifen wollen, nehmen wir zwei Schwerter quasi. Wir können trotzdem nur mit einem angreifen, aber wir kriegen Beweglichkeitsbonus. Und wenn wir ein bisschen defensiver kämpfen wollen, nehmen wir halt das Schild in die Hand. Das ist doch auch okay. Aber komisch, dass wir ein Schild... Ich höre so ein Krabbeln. Komisch, dass wir ein Schild finden, eine Waffe finden, die schlechter ist als unsere vorherige. Ah, ein Teleporter, nein. Y. Y-Ausgang. Dann bist du wohl Z, ha? Her damit, her damit. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich töten. Aber gut, kriegt ihr jetzt nicht schon Feuerschaden. Komm, stirb, kleines Rattending. Hältst ganz schön viel aus. Ja, hältst eine Menge aus. Also, schnell Stab in die Hand und heilen. Weil er scheint, sie zwar bewegen zu können, aber nicht angreifen zu können, während wir zaubern. Das ist schon mal gut. Also, hochheilen, Schild in die Hand und draufprügeln. Eklig. Elixier des Monster entdecken, was hier denn? Ist das ein Lager gewesen? Ha, na gut. Plündern wir halt sein Lager. Bolzen, Bolzen, Umhangfiguren, Stein, Gegengift, blutiger Fluch. Verursacht 1d6 Schaden, zaubert kochendes Blut des Schiel irgendwas. Hm. Noch ein Würfel, noch eine Münz. Da ist gerade irgendwas explodiert. Speer mit breiter Klinge, den kennen wir doch. 1d10 Schaden. Der ist eigentlich in dem Sack gewesen, den wir in der Burg haben liegen lassen. Und eine Blockfigur, das ist immer gut. Also Blockfigur da rein. Elixier des Monsterentdeckens bringt uns ja nicht wirklich viel. Aber wir können die ganzen anderen Tränke mal wieder einsortieren in unser Magiesack, sonst wird das hier alles viel zu unübersichtlich. Also Magieblock, Magieblock. Umhangs. Dingens. Gegengift. Die Tränke brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Also die Heiltränke und Magietränke. So, und dann speichern wir nochmal ab.